Es geht um viel Geld, es geht um Schulden, allerdings jetzt nicht, was Sie denken, weil wir reden nicht von der Finanzkrise. Also Angela Merkel schon, aber genau das ist das Problem, weil die Griechen möchten gerne über die Schulden reden, die Deutschland noch bei Griechenland hat. Athen prüft zurzeit Reparationsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich ein heikler Moment aktuell. Im Gespräch heute Eberhard Rondholz bei mir, ehemaliger WDR-Journalist und Griechenland-Kenner. Er sagt, das dürfte eigentlich wirklich keine Frage sein, wie wir jetzt reagieren. Guten Abend, Herr Rondholz. Guten Abend. Ist das Ihrer Meinung nach mehr als nur billige Propaganda? Naja, so ist es ja nicht das erste Mal, dass griechische Regierungen an die Schulden aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Das ist in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder geschehen. Dass es jetzt vielleicht in etwas stärkeren Tönen passiert, hat natürlich innenpolitische Gründe. Aber es hat einen faktischen, historischen und juristischen Hintergrund. Aber gab es nicht, also das wurde jetzt in dem Rahmen ja diskutiert, 1960 ein sogenanntes Globalabkommen, irgendwie 115 Millionen Mark damals noch Wiedergutmachung. Ist die Sache damit nicht erledigt eigentlich, auch juristisch? Das ist völlig falsch. Dieses Abkommen von 1960 betrifft ausschließlich Entschädigungen für Opfer nationalsozialistischer Verfolgung in Griechenland. Mhm. Also hat nichts mit Reparationen zu tun. In der Hauptsache war gedacht an Überlebende oder Nachkommen von KZ-Opfern. Das heißt, in der überwiegenden Mehrzahl ging es um Juden. Für die waren diese 115 Millionen D-Mark, nicht gerade ein großer Betrag, bestimmt. Und es gab eine Ausschlussklausel, dass damit nicht andere Forderungen damit ausgeschlossen sind für die Zukunft. Ich meine, dann ist es ja schon mal durchgekaut worden und ist ja jetzt auch eine Weile her, könnte man doch sagen, ist damit erledigt. Nein, das ist überhaupt nichts erledigt, nicht? Weil, wie ich sagte, es ging also bei diesem Globalabkommen nicht um Reparationen, sondern um Entschädigungen für einzelne Personen. Und wie müssten Reparationen ausgesehen haben oder wie müssten die Ja, Reparationen geht es im Wesentlichen um Begleichung, also materieller Schäden, nicht? Und Griechenland war also nach den Ländern Sowjetunion, Polen und Jugoslawien von allen von Deutschen besetzten Ländern das mit den größten erlittenen Schäden. Es kam auch nie zu einer Zahlung. Es hat in geringerem Umfang zunächst einmal Sachleistungen, Güter und Anlagen im Wert von etwa 25 Millionen gegeben. Und damit war die Sache zunächst erledigt, weil die westlichen Siegermächte wollten Deutschland nicht mit hohen Reparationszahlungen belasten, um nicht eine chaotische politische Situation möglicherweise damit zu erzeugen, wie es sie nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland gegeben hat. Und zuletzt haben die griechischen Regierungschefs Papandreou und Tsimitis darauf hingewiesen, dass die Frage nicht erledigt sei. Also juristisch ist sie nicht erledigt. Es gibt außerdem der Frage der Reparationen auch noch einen Kredit, den Griechenland zwangsweise dem Deutschen Reich damals geben musste, der zurückgezahlt werden sollte. Es ging da also um eine Summe von etwa 500 Millionen Reichsmark. Klingt wenig, muss man aber nach heutiger Kaufkraft sehen. Und dann wird es, wenn man Zins und Zinseszins dazu rechnet, wird es eine erhebliche Summe. Also es gibt da sehr unterschiedliche Berechnungen. Ein mittlerer Wert wäre etwa 30 Milliarden Euro. Und dieser Zwangskredit, die Rückzahlung dieses Kredits, ist unabhängig von den Reparationen zu sehen. Also es gibt eine gewisse Schuldenmenge, die ist da. Und diese Schuld, die kann man nicht einfach sagen, das ist durch Zeitablauf erledigt, wie die Bundesregierung immer sagt. Das ist eine Meinungsäußerung, aber ist völkerrechtlich und juristisch völlig irrelevant. Aber ist es denn schlau, das jetzt im Rahmen einer so populistischen Diskussion durchzusetzen? Weil besteht nicht die Gefahr, dass einer dann genauso populistisch sagt, ja, Griechenland hat sich irgendwie mit falschen Zahlen an Europa bereichert und drückt jetzt nochmal so die alten Nazi-Vergangenheitsknöpfe, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Und danach sollen die mal nochmal ankommen und unsere Hilfe wollen, dann zahlen wir denen gar nichts mehr. Also ich kann da mal einen unverdächtigen Mann zitieren zu dieser Frage, Kurt Biedenkopf, ehemaliger sächsischer Ministerpräsident und auch mal lange Generalsekretär der CDU. Der hat in einem Interview mit der Zeitschrift Cicero vor ein paar Monaten mal gesagt, wir helfen den Griechen, ihr Land zu retten, nachdem wir es vor 70 Jahren überfallen haben. Und heute als Europäer mit ihnen solidarisch fühlen. Und weiter sagte Biedenkopf, statt die Griechen zu beschimpfen, weil sie sich an die deutsche Besatzung erinnern, an Deutschlands zerstörerische Rolle im Zweiten Weltkrieg, sollten die Medien die Deutschen daran erinnern, dass wir auch Pflichten gegenüber den Griechen haben und dass wir bisher von der Eurozone mehr Gewinn hatten als die anderen Euro-Staaten.
Heißt das, wir sollten einfach jetzt ganz großzügig sagen, passt mal auf, wir machen das mit den Reparationen jetzt mal. Das würde euch genau in dieser Situation auch viel helfen in Griechenland. Und dann gucken wir, wie wir das alles mit den anderen Sachen weitermachen. Oder wie stellen Sie sich das vor? Also das Wort großzügig passt hier überhaupt nicht her. Nicht? Existierende Schulden sind eigentlich zu bedienen. Das ist nun mal so. Und dass also eine Gläubigernation so lange damit gewartet hat, beziehungsweise nicht durchgesetzt hat ihren Anspruch, ist eine andere Frage. Nein, es ist so, dass Deutschland die Schulden in voller Höhe gar nicht bezahlen könnte heute. Also es gibt einen Wirtschaftshistoriker, Albrecht Ritschel von der School of Economics in London, der hat gesagt, Deutschland ist der Schuldenweltmeister aller Zeiten. Wenn Deutschland alle Schulden aus dem Zweiten Weltkrieg jetzt bezahlen würde, dann würde das einen Betrag ergeben von bis zu 1,4 Billionen Euro. Also eine Bezahlung dieser Schulden aus dem Zweiten Weltkrieg kommt überhaupt nicht in Frage. Deutschland wäre pleite. Ja gut, aber die Schulden bedienen würde. Deswegen sind solche Sachen ja dann irgendwann auch mal reparationstechnisch abgegolten gewesen und deswegen sagt man irgendwann Cut, okay, und ab hier nicht nochmal zurückblicken. Ja, weil sonst so schaffen einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. Das ist nicht einfach durch Zeitablauf abgegolten. Das gibt es im Völkerrecht nicht. Die Ansprüche sind da. Es geht jetzt darum, dass sich die Bundesregierung nicht länger weigert, sich einmal mit den Griechen an den Tisch zu setzen und über diese Frage zu reden. Und das ist bisher nicht geschehen. Alle Versuche griechischer Regierungen, die Frage zu erörtern mit dem deutschen Partner, sind abgewiesen worden, auch um keinen Präzedenzfall zu schaffen. Aber es wäre gut, wenn die Bundesregierung sagen würde, gut, wir setzen uns jetzt an den Tisch und wir versuchen auf irgendeine Weise diese Frage zu regeln. Es gab mal einen Vorschlag vom ehemaligen SPD-Bundesvorstandsmitglied Sigrid Skarpelis-Sberg, die hat gesagt, wir sollten eine Stiftung einrichten und in die zahlt die Bundesrepublik Geld ein und daraus werden ehemalige Opfer oder Überlebende von Opfern in irgendeiner Weise entschädigt. Das heißt, der Weg der Stiftung ist etwas anderes als in einem völkerrechtlichen Vertrag jetzt die Reparationen zu bezahlen oder auch den Zwangskredit, den Griechenland damals leisten musste, während des Dritten Reiches zurückzuzahlen. Und diese Schuldscheine sind da. Also ich meine, das ist ein Rechtsanspruch, der existiert. Deutschland muss zahlen, sind genug Mahnungen rausgegangen, sagt Eberhard Rondholz, ehemaliger WDR-Journalist und Griechenland-Spezialist. Vielen Dank.